Servus Leute, zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Faria. Schon wieder so eine Hand. Oh, mein Gegner beginnt. Und der macht gleich auf hier. Redraw. Gut, Kirkis Archer. Zum Farmen. Passt. Ich habe mal überlegt, so ein reines Menschenzeck zu basteln. Das wäre eigentlich nicht schlecht. So, ich gehe nach unten. Und deploy gleich einen Kickis Archer. Nehmen wir noch ein paar Karten. Noch ein Kickis Archer. Wunderbar. Ich frage mich, mein Gegner hat 6 Gold. Wird er jetzt. Der wird rushen, okay. Na gut, habe ich kein Problem damit. Kommt noch ein Kirkis Archer gleich. Dann soll er es erstmal versuchen. Wobei, ich kann mir keinen Kirkis Archer nochmal leisten. Dann einen Wald. Okay. Der will die direkte Konfrontation. Hat er auch die Karten für sowas? Ah, jetzt zieht er Karten. Hat halt jede Menge Gold. Damit kann er mich nicht bedrohen. Oder? Nein. Nein, kann er nicht. Ich mach ganz lapidar weiter hier unten. Und werde dann im nächsten Zug dorthin, wo er mir gefährlich werden will, einen Grumpy Procury oder wie er heißt, Porcupine hinbauen. Vielleicht ist es noch gar nicht nötig. Soderle. Ah, jetzt habe ich meinen verloren, hä? Halt. Noch ein Wald. Okay. Gold. Gut. Greift halt den an. Juckt mich nicht. Soll er gerne nochmal bei dem probieren. Okay, jetzt kommt das. Ach so, war die Idee. Macht er dann Gebirge hin. Aber was macht er mit dem Gebirge? Juckt mich jetzt nicht großartig. Gut. Dann machen wir einfach noch einen Kirkis Archer, oder? Finde ich gut. So langsam, also an dem kommt er nicht vorbei. Er könnte das Farrier sammeln, aber juckt mich halt nicht. Ich klopf seinen kleinen Reiter da kaputt.
Müsste ich einen Wald machen. Wenn ich den da pushen möchte. Und vermutlich will ich das gleich. Oder was kommt da? Nein, kommt nichts. Dann nutze ich die Chance. Klopf den kaputt. Zieh noch eine Karte. Ach, zieh mir noch eine Karte. Ich kann's ja. Ich kann's mir ja leisten. Tja, dafür stirbt er halt. Vermutlich. Ob es das wert war, ist jetzt Ansichtssache. Immer noch, ob es das wert war, Ansichtssache. Sein Reiter hat er verloren. Er hat auch viel investiert, nur um das zu zerstören. Und ich kann mich wehren. Als nächstes würde ich die Lady machen, glaube ich. Oh ja, die Lady ist gut. So. Der spielt mir in die Karten, indem er hier für die Lady ein paar Opfer hinstellt. Das ist doch nice, nicht wahr? Also ich bin ihm dankbar. Wenn beide sterben. Erstmal der da. Yes! Haha! Und ich habe ein Achievement bekommen. Und dann noch der da. Jetzt kann ich noch nach oben gehen. So. Karte. Gold. Und ich kann mein Fairy jetzt wieder einsammeln. Ach, ist das nicht herrlich. Karte, Gold, noch eine Lady. Oh, 10-1. Ja. Das habe ich mir fast schon gedacht, dass der kommt. Karte. Gold, Gold. Kriegt er schön Damage ab. Und ich mache mal das Singing Tippy. Fertig. Nice. Das hat er nett gemacht. Wird ihn aber vermutlich nicht retten. Zumindest nicht vor dem Tod. So, dann machen wir ihm nochmal Schaden. Ich habe leider noch eine Karte und Gold.
Der Ogre Battler, der stört, hätte er sich auf einen Wald oder wäre ein Wald gewesen. Das wäre besser gewesen. Dann hätte ich Tiki Ambush machen können. Zum Beispiel jetzt. Aber jetzt. Jetzt war es nicht mehr nötig. Gut. Dann werde ich jetzt irgendwas was. Ja. Mein Hound macht ihn kaputt. Hat nur noch 6 Leben. Und seine Ressourcen jetzt sind jetzt auch zur Neige gegangen. Jetzt hat er nichts mehr. Es war eine interessante Strategie gewesen, richtig. Er hat aufgegeben. Yes, da kriege ich nochmal. Oh, so viel. Oh, Memoria. 600. Ich habe jetzt 10-mal hintereinander. Das eine hat jetzt gegeben. Also, nochmal um zu revidieren. Die Achievements, die ich jetzt bekommen habe, war einmal. Deal 5 Damage in a Single Shot. Das war, weil ich den einen auf eine 6-1 gestärkt habe und angegriffen habe. Das zweite war jetzt. Warum ist das nicht hier dabei? Ja, Gold is for everyone. Achso, dort unten ist es. 10 Ranked Games habe ich gewonnen jetzt, ohne dass mein Orb beschädigt wurde. Das war mir auch jetzt wichtig. Wunderbar, habe ich ordentlich Farrier. Nein, Memoria dazu bekommen. Memoria heißt ja die Währung hier. Sehr gut. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.